Was wirst du verlangen von Leuten, die Freitag am Samstag gebetet haben, weil sie gesagt haben, wir können nicht dem Arbeitgeber sagen, wir wollen Freitag frei bekommen für diese 2 Stunden? Was willst du von jemandem? Jetzt! Wir kennen Leute doch. Du sagst ihm, Achim, warum betest du nicht? Der sagt, ja, auf der Arbeit darf man nicht beten. Wer hat diesen Quatsch erzählt? Der sagt, ja, wenn ich bete, sie werden sehen, dass ich Moslem bin. Und wenn sie wissen, dass ich Moslem bin, dann werden sie vielleicht mir Kündigung geben. Moment. Wie heißt du? Ich heiße Muhammad Ahmed Mustafa. Ja, die wissen nicht, dass du Moslem bist.